Mörn, weiter geht's. Wir sind mitten im Kreuzverhör von Gamschuh und jetzt haben wir diese Aussage vor uns, dass die Angeklagte attackierte und tötete eine Person, die sich offensichtlich nicht wehrte. Da wir jetzt aber das aktualisierte Kostüm haben, wo sich ein Einschussloch befindet, da kann diese Aussage nicht mehr stimmen. Fresse halten! Inspektor Dick Gamschuh! Ja? Hey, irgendwie ist mir das unangenehm, mit vollen Namen angesprochen zu werden. Sie behaupten, meine Mandantin tötete eine Person, die sich offensichtlich nicht wehrte. Ja, das tue ich. Dann gestatten Sie die Frage, was das übersehene Einschussloch bedeutet. Was es bedeutet? Ich sage Ihnen, was es bedeutet. Es bedeutet, dass das Opfer einen Schuss abgegeben hat. Verstehen Sie das unter sich nicht wehren? Oh, du hast recht! Hört sich logisch an! Ein Schuss vom Opfer auf die Angeklagte würde alles ändern! Na endlich, der Wind scheint sich zu drehen. Ha. Was soll dieses War's-das-endlich-Lachen? War's-das-endlich, Phoenix Wright? Frau vom Körper! Nehmen wir mal an, das Opfer hätte tatsächlich auf Maya Fey geschossen. Nur ein weiterer Grund, auf Notwehr zu plädieren. Stimmt allerdings! Was allerdings, euer Ehren, nicht zum Plädoyer der Verteidigung passt. Statt auf Notwehr zu plädieren, blieb sie bei unschuldig. Jetzt wo sie's! Vollkommen richtig! Das heißt, die Beweislast liegt weiterhin bei der Verteidigung. Nein! Also, tja, wo sie recht hat! Außerdem kann allein die Tatsache, dass das Kostüm ein Einschussloch aufweist, nicht einmal die Notwehrvermutung ausreichend stützen. Hä? Wieso das? Oh! Steh nicht so nutzlos in der Gegend herum. Berichte dem Gericht gefälligst, wie der genaue Tathergang war. Unter Berücksichtigung sämtlicher neu gewonnener Informationen natürlich. Was? Sie meinen, ich ganz allein? Sie verlangen, dass ich ganz allein alle Einzelheiten zusammenfasse? Ah! Das heißt dann wohl ja. Jawohl, sofort, Frau Staatsanwältin. Oh Gott. Oh, jetzt kommt das Allegro. Während der Beschwörung sah die Angeklagte ihre Chance, das Opfer zu erstechen. Das Opfer übte verzweifelt Gegenwehr aus. Während des Kampfes gelang es dem Opfer, seine Pistole zu ziehen. Das Opfer feuerte einen Schuss ab, verfehlte aber sein Ziel wegen der kurzen Distanz. Daraufhin brachte die Angeklagte die Pistole an sich und beendete den Kampf. Hört sich plausibel an! Jawohl, euer Ehren! Also, Herr Wright! Ergibt beim ersten Hören ja wirklich Sinn. Aber so leicht gebe ich mich nicht geschlagen. Bitte hört sie auf, mich so anzustarren! Also gut, wenn Sie den Teufel ins Kreuzfeuer nehmen wollen! Ich glaube, er hat ein bisschen Angst, überhaupt angeguckt zu werden, seit er Franziskas Peitsche zum ersten Mal gespürt hat. Kreuzverhör! Der Tathergang. So, wie war das jetzt nochmal da? Zerstechen. Verzweifelt Gegenwehr. Opfer, seine Pistole zu ziehen. Er fehlte aber sein Ziel. In der kurzen Distanz. Angreifen? Sie behaupten also, dass das Einschussloch im Kostüm zum Tatzeitpunkt anstand? Tut mir ja leid, Junge, aber so sieht's aus, würde ich sagen. Die beiden befanden sich mitten im Kampf, als der Schuss abgegeben wurde. Maya, was für ein Glück, dass dir nichts passiert ist. Na, und Franziska guckt nur verärgert.
Maya hat in ihrem ganzen Leben noch keinen Schuss mit einer Waffe abgegeben. Das Opfer stand schutzlos vor ihr. Sogar ein Anfänger wie du hätte das gekonnt. Sogar ich? Echt? Nicht auf dumme Gedanken kommen! Siehst du? Die perfekte Logik einer von Karma. Seine Aussage ist in der Tat äußerst ungünstig für uns. Aber da muss es einfach irgendeinen Widerspruch geben. Um den aufzudecken, hieße die Wahrheit zu enthüllen. Da bin ich absolut sicher. Ich glaube, da muss man auch nur alles angreifen, oder? Der Größenunterschied zwischen Dr. Gray und der Angeklagten ist beträchtlich. Außerdem war das Opfer viel kräftiger. Wie hätte sie da erfolgreich zustechen sollen? Jetzt, wo du es erwähnst, ja, klingt plausibel. Nicht für Franziska. Glaubst du wirklich, du kommst so leicht davon, Phoenix Wright? Maya Fey befand sich mitten in einer Beschwörung, oder etwa nicht? Das Medium kann mit Hilfe der Kuraener Beschwörungstechnik keine Physis manipulieren. Mit der Statur der Schwester hätte die Angeklagte es mit dem Doktor aufnehmen können. Ich fasse es nicht. Sie hat sogar die Kuraener Beschwörungstechnik gelernt. Sie ist gut. Wie ich schon sagte, ich bin Perfektionistin. Wovon genau reden Sie da eigentlich? Ich komme da nicht ganz mit. Ich bin ja blöd nicht so schlau wie Sie. Wie auch immer. Warte mit der Aussage fort. Ist auch scheißegal. Ich klatsche weiter meine Zitronenbombe aus. Die Stichwunde, die er erlitt, war also nicht die eigentliche Todesursache. Der daraus resultierende Blutverlust hatte allerdings beträchtliche Konsequenzen. Und wie beträchtlich waren diese Konsequenzen Ihrer Meinung nach? Zufälligerweise habe ich gerade neulich Blut gespendet. Und danach habe ich mich leicht benommen gefühlt und mir war schwindelig. Ich schätze, die Wunde hat ungefähr circa das 10-fache an Schwindel verursacht. Ei! Entschuldigung. Ja, interessiert kein Schwein. Das war, glaube ich, die letzte. Wo in aller Welt kam bitte die Pistole her? Das Opfer, Dr. Gray, scheint sie extra für eben jeden Tag erworben zu haben. Aber eine Pistole? Er hat sie 2 Tage vor der Tat auf dem Schwarzmarkt gekauft. Oh, Schwarzmarkt auch noch. Boah, ist der krumm. Warum hat der Dr. Gray eine Pistole dabei? Weswegen diese Vorsichtsmaßnahme? Oh Gott. I can't remember anymore. Ich muss mir meine Pistolen, genau. Meine Beweise noch mal genau angucken. I don't Knopf anymore? Sophie, ich musste bei den Beweisen bleiben. Es gab jetzt diesmal nichts an Profilen. In diesem Dingsbums. Ja. Why you don't remember anymore? Moment. Kratz, 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 kratz. Ich muss mich kratzen. Wegen der kurzen Distanz. Wait, what? Kurze Distanz? Aha. Oh, kratzen. Oh, scheußlich. Moment. Mir fällt gerade was ein. Verfehlt seinen Schuss wegen der kurzen Distanz. Ich bin mir jetzt gerade nicht ganz so sicher.
Gut Glück. Ich habe, glaube ich, eine Vermutung. Gut Glück hat mich gerettet. Das Übersehen dieses winzigen Lochs in dem Kostüm wird der Anklage das Genick brechen. Wie meinst du das? Dieses kleine Loch hat eine riesige Lücke in ihrer Beweiskette offenbart. Bitte erklären Sie, Herr Wright! Sie behaupten, das Opfer hätte aus nächster Nähe während eines Handgemenges geschossen. Wenn das so war, müssten Sie auf dem Kostüm da nicht Schmauchspuren befinden? Schmauchspuren? Sie haben doch folgende Aussage zu Protokoll gegeben. Bei einem Schuss aus nächster Nähe treten Verbrennungen um das Eintrittsloch herum auf. Aber auf dem Kostüm findet sich nicht einmal der kleinste Hinweis auf Schmauchspuren. Wo er recht hat, hat er recht. Und was genau heißt das jetzt? Das heißt, dass die beiden auseinanderstanden, als der Schuss abgegeben wurde. Du enttäuschst mich, Phoenix Wright. Glaubst du ernsthaft, meine Beweiskette so leicht an Absurdum führen zu können? Mit so einem Wischi-Waschi-Logik könnte jeder Trottel alles Mögliche begründen. Dann würde ich Sie gerne bitten, meinen Gedankengang zu widerlegen. Mal schauen. Inmitten des Handgemenges stieß das Opfer die Angeklagte von sich weg und gab dann erst den Schuss ab. Zufrieden? Nein, eben nicht. Völlig unmöglich. Nach der Zeugenaussage war die Stichverletzung des Opfers äußerst bedrohlich. Das Opfer hätte gar nicht mehr genug Kraft gehabt, die Angeklagte wegzustoßen. Also, dann... Genau, die Angeklagte muss das Opfer weggestoßen haben. Nach dem Stich muss sie ein wenig Abstand zwischen sich und dem Doktor gebracht haben. Und dann, als sie gerade erneut zustechen wollte, schoss der Doktor. Bitteschön, das sollte sogar dich zufriedenstellen. Das scheint mir durchaus logisch. Was halten Sie davon, Herr Wright? Aufgepasst, ich darf mich jetzt keinen Fehler erlauben. Konzentrier dich und fang an nachzudenken. Und wir sagen... Ich hab das nicht. Die Argumentation der Anklage enthält einen entscheidenden Fehler, euer Ehren. Entscheidenden Fehler? Autsch! Wie interessant. Ich bin schon ganz gespannt auf deine Präsentation dieses Fehlers. Erkläre mir doch bitte, warum meine Erklärung nicht stimmen kann. In ihrer Ausführung muss ihr einfach irgendein Lapsus unterlaufen sein. Sie muss ein wenig Abstand zwischen sich und dem Doktor gebracht haben. Und dann, als sie gerade erneut zustechen wollte, schoss der Doktor. Welches Beweisstück könnte dieses Szenario nur widerlegen? Natürlich. Das da. Dieses Beweisstück lässt dein Kartenhäuschen in sich zusammenfallen. Was soll das sein? Ein Wandschirm? Wenn das Gericht seine Aufmerksamkeit bitte auf das Loch darin richten würde. Oh. Wirkt, als wüsstest du bereits, worauf ich hinaus will. Wer, wie, was? Halt Ihre Erklärung bitte! Sind die beiden wirklich so ahnungslos? Oh Gott, tja, typisch. Die Kugel durchschlug zuerst den Ärmel der Angeklagten und danach den Wandschirm. Und das Ganze auf einer Höhe von schätzungsweise 20 über dem Boden. Also? Als der Schuss abgefeuert wurde, war Maya, ich meine die Angeklagte, nicht dabei zuzustechen, sondern saß vielmehr auf dem Boden. Aha! Ruhe! Das ändert natürlich alles! Schauen Sie sich bitte mal diese Abbildung des Tatorts an. Das Opfer, Dr. Gray, befand sich hier, als der Schuss auslöste. Die Kugel traf diesen Wandschirm. Und zwar in einer Höhe von etwa 20 cm vom Boden aus gemessen. Und jetzt raten Sie mal, wo sich die Angeklagte zu diesem Zeitpunkt aufhielt.
Ja. Dementsprechend muss sie dann hier irgendwo gewesen sein. Sie stand hier, direkt neben dem Wandschirm. Moment mal. Die Angeklagte war doch der Höhe des Einschussloches nachzuurteilen in Bodenhöhe. Aber wie kannst du daraus die genaue Entfernung ableiten? Wäre es nicht vorstellbar, dass die Angeklagte wesentlich dichter am Opfer stand? Unmöglich. Aber wieso? Und sie fängt an, böse zu werden. Genau du müsstest das eigentlich wissen, Frau von Karma. Wäre der Schuss aus kürzerer Distanz erfolgt, müssten Schmauchspuren vorhanden sein. Fakt aber ist, dass es um das Loch in dem Kostüm keinerlei Spuren solcher Art zu finden gibt. Ah. Sei verflucht, Phoenix Wright, du! Damit wäre dann wohl erwiesen, dass die Angeklagte weiter vom Opfer entfernt war, als der Schuss erfolgte. Aber was bitte ändert das an der Situation der Angeklagten? Ehrlich gesagt, euer Ehren, ändert das die gesamte Sachlage. Die Anklage behauptet, die Angeklagte hätte vorgehabt, das Opfer zu erstechen. Wenn es sich so verhielte, was läge dann näher, als der tödlichen Stoß auszuführen? Aber stattdessen, was tat die Angeklagte zu eben jedem Zeitpunkt? Sie saß drüben neben dem Wandschirm. Genau. Wenn Maya Fey tatsächlich die Mörderin war, warum saß sie dann neben dem Wandschirm, anstatt zum nächsten Stoß auszuholen? Wenn man sich das genau überlegt, dann gibt das wirklich keinen Sinn. Ja, ich habe mich auch schon gefragt, was der Grund dafür gewesen sein könnte. Es ist ihr Job, Gründe zu finden und deren Plausibilität zu belegen. Oh. Perfekt. Damit sollte der Rest der Verhandlung ein Oder auch nicht. Es sollte nicht ein Kinderspiel, sondern eine Katastrophe werden. Katastrophenalarm. Du bist ein wirklich kluges Kerlchen, Phoenix Wright. Nicht zu fassen, dass du in einem dermaßen aussichtslosen Fall so gut dastehst. Darum also hatte Papa solche Probleme mit dir. Wirklich unterhaltsam. Igitt! Musste sie von ihrem Vater ausgerechnet dieses schmierige Grinsen erben? Inspektor, wie kannst du es wagen, meine unumstößliche Logik dermaßen zu ruinieren? Wie bitte? Wieso bin ich jetzt auf einmal in allem schuld? Zur Wiederherstellung deines Status sollst du erst einmal diesen 3-Tage-Bart loswerden. Ach, und übrigens, verlass dich drauf, das wird noch Konsequenzen für dich haben. Konsequenzen? Nun gut, euer Ehren. Ich denke, die weitere Anwesenheit des Inspektors erübrigt sich. Wir sollten den nächsten Zeugen aufrufen. Nächster Zeuge? Das muss Lotta sein. Also gut! Das Gericht nimmt sich eine 5-minütige Verhandlungspause. Danach werden wir dann den nächsten Zeugen hören. Okay, bin ich mit einverstanden. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Aber ganz ehrlich, ich frag euch mal, was haltet ihr von meiner Franziska-Stimme? Ich weiß nicht. Habe ich sie eigentlich gut getroffen? Ich weiß nicht. 21. Juni, 11.37 Uhr, Bezirksgericht, Angeklagtenzimmer Nummer 3. Hui, das war knapp. Ich weiß, was du meinst. Meine Verteidigung alles gegeben. Dass du bei meiner Verteidigung alles gegeben hast. Aber ich konnte spüren, wie die Todesstrafe in der Luft lag. Ich habe mich gefühlt, als wäre ich selbst kurz vor dem Tod. Aber sie war wundervoll da draußen. Sie haben zugehört, Theorien entwickelt und alle dazu gebracht, ihnen zu glauben. Danke. Moment, dazu gebracht? Das muss die geheime Technik der Anwälte sein, oder? Apropos, ist die nächste Zeugin die, für die ich sie halte? Ja, ich bin mir ziemlich sicher, dass es Lotta Hart sein wird. Oh, noch ein Schlamassel, wie immer.
Erinnere dich daran, Nick. Du hast versprochen, mich zu retten. Wenn du verlierst, wird mein Geist dich zusammen mit dem meiner Schwester heimsuchen. Deine Schwester? Die mystische Mia? Ja, erinnerst du dich an sie, Pearly? Meine Schwester war eine super gute Anwältin. Sie war auch Nicks Lehrerin. Oh, das wusste ich nicht. So, jetzt weiß Pearl von der Schwester von Maya, also Mia. Das wird nochmal interessant. 21. Juni, 11.43 Uhr, bezüglich Angriff im Gerichtssaal Nummer 2. Es geht weiter. Das Gericht kommt wieder zusammen! Als erstes! Oh! Ich will nichts davon hören, alter Mann. Nachdem ich meine Zeugin aufgerufen habe, wirst du still sein und artig zuhören. Ja! Bringt die Fotografin herein, die die Beschwörung mit ansah. Ja. Zeugin, deinen Namen und deinen Beruf, wenn du so freundlich wärst. Hey, Phoenix! Wie geht's? Prima. Tut mir leid, dass hier... Hatte keine Wahl, weißt du? Heide Witzka! Name und Beruf. Ich protestiere! Was zur Hölle? Hey, Richter! Das war eine klare Gewalttat gegen meine zarte Person! Das ist schon in Ordnung! Das ist schon in Ordnung? Das ist nicht in Ordnung! Das ist eine Peitsche! Es gibt keinen Grund für dumme Schreie von dummen Dummköpfen. Beeil dich einfach und sag aus, was am Mordtag geschah. Ich bin noch nicht mal dazu gekommen, meinen Namen und meinen Beruf zu nennen. Sie lässt wieder ihre Peitsche sprechen. Mein Name ist Lotta Hart, Geisterfotografin, und ich bin hier, um auszusagen. Nun, wir wollen wieder eine große, glückliche Familie sein, okay? Wo sind wir hier? Wieso glückliche Familie? Geht's noch? Nö, bin ich nicht für. Kurze Pause, dann geht's weiter. Sehr geil.